Sagst du lebwohl? Ich sage hallo. Glaubst du, deine Frau kann dich hören? Nein. Wieso tust du es dann? Vielleicht irre ich mich. Du wirst sterben. Vielleicht auch nicht. Goodbye to you, my trusted friend. Ein neuer Tag bricht an. Neue Ideen, neue Regeln, neues Management. We've known each other since we were 19. Wer ist das? Der Marquis de Gramont. Fordere ihn zum Zweikampf heraus. Gewinne oder verliere, es ist dein Ausweg. Ich sitze nicht an der Hohen Kammer. Aber deine Familie. Please pray for me. I was the black sheep of the family. Bei der Hochzeit sollte ein Mann gut aussehen und bei seiner Beerdigung. Ich brauche eine Waffe. Goodbye, my friend. It's hard to die. Wenn sie gewinnen, wird die Hohe Kammer Wort halten. Dann sind sie frei. Nach den alten Gesetzen kann nur einer überleben. Wer nicht bei Sonnenaufgang erscheint, wird exekutiert. Letzte Worte, Winston? Hab einfach Spaß da draußen. Ich will, dass du deinen Frieden findest. Aber einen guten Tod gibt es nur für ein gutes Leben. Unser gutes Leben ist schon lange Vergangenheit, mein Freund. Ich suche den Senator Seneca. Ich bin Seneca. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass Präsident Nero beschieden hat, dass Sie hingerichtet werden sollen. Sie dürfen sich selbst das Leben nehmen. Das hier ist ein sehr angesehener Mann. Ihr wisst alle, wer das ist. Seneca! Seneca! Ich bin Seneca. Er glaubt doch tatsächlich, dass man im Leben mit Gnade gewinnen kann. Von heute an will ich nichts mehr von Mitleid und Nachsicht hören. Hätte ich meinen Posten als philosophischer Berater des Präsidenten aufgekündigt, Nero wäre ein noch weit schlimmerer Präsident gewesen. Er hat von mir alles gelernt, was ihn im Entferntesten zu einem Menschen macht. Strebe nach Tugend. Glück und Freude werden folgen. Schweig still! Hat er schon jemals jemand gesagt, einfach mal das Maul zu halten? Der Präsident, er hat mich zum Tode verurteilt. Nein! Hör auf! Hör auf! Wieso steckt heute eigentlich jeder auf mich ein? Genug gesprochen. Es reicht. Sie lachen über dich. Der großartige Prediger des einfachen Lebens, der stinkreich geworden ist als Neros Ghostwriter. Ja! Ich habe mich auf ein Geschäft eingelassen, wie viele ehrbare Männer vor mir, die bereit waren, korrupte Regierungen zu unterstützen. Doch ihr wisst, ich habe das für Rom getan. Nein! Meinen bescheidensten Dank. Lebt wohl. Vielleicht gebe ich ja meinen besten Seneca, wenn ich den Sokrates spiele. Dass ich eine andere Frau geküsst habe, das war schon ziemlich lange her. Ich verspüre eine unwiderstehliche Lust, mit dir zu schlafen. Oh, das geht jetzt sehr schnell. Dabei habe ich alles so gemacht, wie sie es gehört. Ich habe meine Frau und meine Kinder erwähnt und dass ich wahrscheinlich kein guter Fang bin. Nein, das hattest du nicht erwähnt. Ich meine, es ist ganz einfach. Wir fühlen uns zueinander hingezogen, wir mögen uns, wir bauen keine Luftschlösser. Wir müssen uns eine Strategie überlegen wegen der Diskretion.
Eine Strategie? Na, ich gehe rein, nehme mein Zimmer, gehe nach oben, zieh mich aus, streichle mich und ruf dich an. Warte. Vielleicht rufst du mich an, bevor du dich ausziehst. Du begehrst mich, weil ich dir nicht gehöre. Es wäre letztlich egal, ob ich es bin oder eine andere. Naja, bis jetzt habe ich noch keine getroffen, die so ist wie du. Möchtest du mit mir zusammen duschen? Nein, ich will deinen Geruch behalten. Wir haben sowas noch nie gemacht. Es ist irgendwie eine Art Fantasie, die wir uns mal erlauben wollten. Es kommt vielleicht seltsam vor, aber das hat in meinem Leben gefehlt. Bei jeder unserer Begegnungen, da habe ich mich gefragt, ob das jetzt die letzte ist. Dinge ändern sich andauernd. Selbst wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, werde ich doch nicht mehr genau dieselbe sein. Es ist etwas passiert, Simon. Du bist doch nicht in sie verliebt. Ich dachte, es wäre einfach. Man darf sein Leben nicht versäumen. Sie sind schön, Sie beide. Es kommt nicht oft vor, dass jemand sagt, ich sei schön. Sie hat nicht gesagt, dass du schön bist, sondern dass wir schön sind. Das ist nicht dasselbe. Schnallt eure Schnäbel an. Ich zeige euch meine Furchtlosigkeit durch den Klippensturzflug. Richard der Spatz und die Überflieger sind zurück. Heute ist es soweit. Alle werden sehen. Ich kann unseren Schwarm easy nach Hause führen. Hey Dad, was geht? Aber ist Richard schon bereit, ein Anführer zu sein? Der Rat des Schwarms hat sich darauf geeinigt, dass Richard... Ja! ...disqualifiziert werden muss. Das ist voll gemein. Ich brauche keinen Schwarm. Ein neues Abenteuer beginnt. Seht euch das mal an. Hi. Wer seid ihr? Wir sind Banditen. Ihr bringt mir das Juwel und zwar morgen, bevor der Schatten des Turms den Pavillon erreicht. Um wie viel Uhr also? Kurz vor Sonnenuntergang. Oh! Hey, verrätst du mir mehr über dieses Juwel? Ich zeig's dir, wenn du mithalten kannst. Das hier ist nicht eure Hürde. Wir können Tamano besiegen. Auch dabei will ich dir helfen. Wir halten zusammen. Zeig mir die Schlacht. Schnappt euch ihren Schmuck. Jedes Stück. Wir sind ein tolles Team. Wir sind ein Herz und eine Seele. Überflieger, das Geheimnis des großen Juwels. Pass auf, Großer. Demnächst nur im Kino. Wenn ich sowas spiele, dann will ich, dass hier absolute Ruhe ist. Sein oder nicht sein? Das ist die Frage. Mann! He is one of these actors. He has such a unusual presence on stage. You can't take your eyes off. Her youth. There's a big ego, but at the same time, it feels like he's serving something underneath that is bigger than himself. Wenn man sich treffen lassen will von Sprache, dann muss man das Visier öffnen. Hast du das verstanden? Go! Warum können Männer eigentlich nicht ihre Emotionen zeigen? Das wäre eine Erfüllung, auf die man leidenschaftlich hoffen könnte. Sterben! Schlafen! Also ich fühle mich tatsächlich oft missverstanden. Dann sagen ja auch oft Leute, ach, ich wundere mich, dass sich das irgendwie kränkt. Also da musst du doch drüber stehen. Also ich stehe überhaupt über gar nichts drüber. Ich würde am liebsten links stehen. Ich sehe halt hier schlauer aus als hier. Ja, also, guck mal, wo siehst du oder? Schlauer aus? Hier. Wie Sie sehen, ist der Kopf des weißen Mannes doch beträchtlich größer als dieser hier. Der Kopf eines San, auch Buschmann genannt.
Vertreter dieser primitiven Stämme sind zu Gast für die Völkerschau des Kaisers hier bei uns in Berlin. Jeder Student bekommt ein eigenes Exemplar zur Erforschung. Keine Angst, es tut nicht weh. Ich habe hier eine Liste mit Fragen vorbereitet. Wir spielen und reden. Ein Gespräch, kein Studium. Frau Kambasembi zeigt erstaunliche geistige Fähigkeiten. Und ich behaupte, dass ihr ein höherer Bildungsgrad nur durch äußere Umstände versagt blieb, nicht durch genetische Veranlagung. Sagen Sie mal, lieber Hofmann, wollen Sie sich das Leben wirklich so schwer machen? In Deutsch-Südwest droht Krieg. Ihr nehmt unser Land weg. Ich möchte eine Expedition aussenden, die materielle Zeugnisse der Stämme für unser Völkerkundemuseum sammelt. Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit und ohne Gewehr erschossen. Kalahari wird vollenden, was wir angefangen haben. Wir werden sehr viele schöne Dinge zurücklassen auf ihrer Flucht. Halten Sie das für richtig? Kennen Sie diese Frau? Lebt sie? Dies ist mein erster Krieg. Auf jeden Fall werde ich ihn für mich zu nutzen wissen. Und Sie? Wenn wir jetzt veröffentlichen, hat das katastrophale Folgen. Für wen? Für mich. Das hier ist der Feind! Und wir werden ihn vernichten!